Eine vernünftige Soundkarte soll im Prinzip jeder zu Hause haben und ich war der irrigen Annahme, dass wir 2020 mittlerweile so weit sind, dass auch interne Soundkarten benutzbar sind. Für den Ausgang trifft das auf jeden Fall zu, also wenn man Kopfhörer aufsetzt und die Soundkarte benutzt, wird man wahrscheinlich wenig Probleme haben. Anders sieht es allerdings aus beim Mikrofoneingang. Bis heute haben interne Soundkarten und auch einige USB-Soundkarten einige Probleme damit, den Ton vernünftig rüberzubringen. Das Video ist vor allem für diejenigen interessant, die in Videokonferenzen teilnehmen und regelmäßig Probleme mit dem Ton haben und auch für Gamer, die zum Beispiel in Discord unterwegs sind und den Voice-Chat nutzen möchten. Ich hatte mal eine generelle Empfehlung abgegeben, wer ein vernünftiges Mikrofon haben möchte, der sollte eins mit integrierter Soundkarte benutzen, dann ist man unabhängig von der verwendeten internen Soundkarte. Also man benutzt kein Klinke-Mikrofon, sondern man benutzt ein Mikrofon, das am anderen Ende einen USB-Stecker hat und somit seine eigene Soundkarte mitbringt. Warum ich das empfohlen hatte, könnt ihr, glaube ich, in diesem Video jetzt ganz gut nachvollziehen. Mehr dazu nach dem Intro. Erstmal die Erklärung, warum mache ich das Video überhaupt. Ich bin immer wieder enttäuscht, welche schlechte Qualität Soundkarten haben, vor allem wenn es darum geht, ein Mikrofon daran anzuschließen. In meinem Test-Setup benutze ich das Zahlmann ZM Mic 1. Das ist gar nicht mehr erhältlich, ist aber auch nicht schlimm. Das hat aber nicht so einen hohen Eingangspegel und Schwächen von Soundkarten können da besser rauskommen, einfach weil das Rauschen dann die Sprache mehr überlagert. Das Mikrofon ist nichtsdestotrotz eines der besseren Mikrofone, die ich so in meinem Fundus habe. Es hat 7 Euro gekostet und ist dafür echt ein Preis-Leistungsknaller. Alternativ kann man sich zum Beispiel auch das Speedlink Spess anschauen. Das, was ich jetzt hier zeige, kann sich mit eurem Klinke-Headset also genauso verhalten, wie das, was ich jetzt halt mit dem Zahlmann ZM Mic 1 hier ausprobiere. Jetzt will ich aber gar nicht weiterreden. Ich werde jetzt 5 Soundkarten gegeneinander antreten lassen. In den Sprungmarken seht ihr genau, welche Soundkarte gerade aktiv ist. Ich werde immer den gleichen Text vorlesen, mit immer dem gleichen Mikrofon und mit dem Mikrofon auch immer in der gleichen Position. Das Einzige, was sich hier unterscheidet, ist die Soundkarte. Nachbearbeitung habe ich auch keine angewandt, außer eine Anhebung auf eine ziemlich gleiche Lautstärke. Den Fire TV 4K als Spielekonsole verwenden? Ja, das geht. Moderne Game-Controller sind Bluetooth-fähig und können daher mit dem Fire TV-Stick verbunden werden. Um nun alte Klassiker wie Super Mario auf dem Fire TV spielen zu können, empfiehlt sich die Software RetroArch. Den Fire TV 4K als Spielekonsole verwenden? Ja, das geht. Moderne Game Controller sind Bluetooth-fähig und können daher mit dem Fire TV Stick verbunden werden. Um nun alte Klassiker wie Super Mario auf dem Fire TV spielen zu können, empfiehlt sich die Software RetroArch. Den Fire TV 4K als Spielekonsole verwenden? Ja, das geht. Moderne Game-Controller sind Bluetooth-fähig und können daher mit dem Fire TV-Stick verbunden werden. Um nun alte Klassiker wie Super Mario auf dem Fire TV spielen zu können, empfiehlt sich die Software RetroArch. Den Fire TV als Spielekonsole verwenden? Ja, das geht. Moderne Game-Controller sind Bluetooth-fähig und können daher mit dem Fire TV-Stick verbunden werden. Um nun alte Klassiker wie Super Mario auf dem Fire TV spielen zu können, empfiehlt sich die Software RetroArch. Den Fire TV 4K als Spielekonsole verwenden? Ja, das geht. Moderne Game-Controller sind Bluetooth-fähig und können daher mit dem Fire TV-Stick verbunden werden. Um nun alte Klassiker wie Super Mario auf dem Fire TV spielen zu können, empfiehlt sich die Software RetroArch. Die beiden Soundkarten, die ich für akzeptabel befunden hätte, wären jetzt die Creative Sound Blaster und die TerraTech. Beide sind nicht optimal, beide haben auch ein Rauschen noch zu hören gehabt, aber naja, sagen wir mal, die gehen in Ordnung. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einem Zoom-Meeting teilnimmt oder andere Konferenzprogramme benutzt, dann wird das Rauschen sowieso rausgefiltert. Und umso gleichmäßiger das Rauschen ist, umso einfacher lässt sich's rausfiltern. Und das ist bei den beiden Karten der Fall gewesen. Macht das Rauschen aber einen zu großen Teil der Sprachaufnahme aus, hört sich's an wie im Aquarium, wenn der Filter dann drüber läuft. Was mich maßlos ärgert an der ganzen Geschichte ist, dass wir hier wieder einen völlig unnötigen Ressourcenverbrauch generieren. Zum einen wird schon eine Soundkarte in das Mainboard integriert, das kostet Ressourcen, dies dann aber am Ende nicht zu benutzen, wenn es um den Mikrofoneingang geht. Das heißt, man muss sich wieder eine externe Soundkarte kaufen. Kaufe ich mir dann aber die falsche externe Soundkarte, wird daraus eine Retoure oder im schlimmsten Fall werfe ich das ganze Ding weg, was wahrscheinlich bei einer Retoure dann bei Amazon oder den ganzen Händlern auch passiert. Bei 12 Euro lohnt es sich da einfach nicht mehr groß rumzumachen. Das Ding wird wahrscheinlich weggeschmissen, wenn der Kunde meldet, dass es ein Problem mit dem Audioeingang hat. Trotzdem würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch eine Soundkarte kauft, erstens Markengeräte kaufen. Das hat sich hier gezeigt, dass TerraTech und Creative darauf achten, dass es so einigermaßen funktioniert.
Shakun wäre jetzt in dem Atemzug auch noch zu nennen. Zum anderen bitte seid konsequent mit euren Rücksendungen. Wenn ihr eine Soundkarte kauft, anschließen, Mikrofon ausprobieren und wenn das Mist ist, zurückschicken. Nur wenn erhöhte Retourenkosten entstehen bei den Händlern und Herstellern, wird es für sie auch interessant, einen Augenmerk auf die Qualität zu legen. Wenn wir als Endverbraucher den Herstellern erlauben, mit solcher schlechter Qualität durchzukommen, werden die auch nicht aufhören, Schrott zu produzieren, der am Ende retourniert werden muss oder weggeworfen werden muss. Ich erlebe das immer wieder auch in Kommentaren oder im Bekanntenkreis, dass man was bestellt, das Ding ist eigentlich Mist und man behält es trotzdem. Macht das nicht, schickt das konsequent zurück. Im Jahr 2020 werde ich wohl von der Soundkarte erwarten können, dass ich kein Fiepen oder Piepsen oder Rauschen in der Aufnahme habe. Also sorry, das ist ein Mangel, das könnt ihr kostenlos zurückschicken und bestellt euch eine vernünftige. Auch hier gilt halt wieder der blöde Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr meine Erfahrungen teilen könnt und welche Soundkarten ihr benutzt. Bin gespannt auf eure Erfahrungen.